Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns reich beschenkt, er sei mit euch. Liebe Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen zu unserer Sonntagsmesse. Heute eine besondere Sonntagsmesse. Die Ministranten dürfen sich ausnahmsweise niedersetzen, um euch den Blick nicht zu vertun. Eine besondere Messe, denn wir feiern Familienmesse mit Aufnahme der neuen Ministrantinnen. Ich sage bewusst Ministrantinnen, denn die Buben, die kommen erst. Und wir verabschieden uns von einigen altgedienten jugendlichen Ministranten und Ministrantinnen. Momentan dürfen wir Gemeinschaft erleben. Gestern schon bei der Firmung war die Kirche ganz voll, mit diesem einen Reihenabstand natürlich. 23 Firmlinge haben das Sakrament empfangen. Altbischof Ludwig war bei uns, er war begeistert von Schönau, wie schön es hier ist. Auch, dass wir mit Musikkapelle und Kirchenchor unsere Feste mit aller Vorsicht und doch mit aller Freude feiern, zu verstehen. Und so sind wir auch jetzt bei diesem Gottesdienst. Ich bitte um die Einleitung, was wir für Gedanken für euch vorbereitet haben. Durch die Zusammenhilfe vieler Gläubiger wird das Leben in der Pfarre lebendig. Es gibt Erwachsene, Jugendliche und Kinder bei uns, die den einen oder anderen Dienst übernehmen, jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Bei der Feier des Gottesdienstes braucht es die aktive Teilnahme von uns allen, was heuer nicht immer möglich war. Vielen von uns hat etwas gefehlt und wir haben gespürt, wie wichtig eigentlich die Gemeinschaft für uns Christen wäre. Dabei ist gerade bei einer Messe der Dienst der Ministranten sehr wertvoll und hilfreich. Sie leisten einen wichtigen Beitrag und den wollen wir heute besonders wertschätzen. Wir bitten Gott, dass er die Ministranten und Ministrantinnen auf ihrem Weg begleitet. Damit wir die Messfeier würdig und bereitet begehen, lasst uns jetzt Gott um sein Erbarmen anrufen, den auferstandenen Christus, dass unser Herz heil machen möge. Wer Gott und den Menschen dienen will, soll so wie du, Jesus, seinen Kräften und Fähigkeiten entwickeln. Dabei hindert uns oft die eigene Bequemlichkeit. Menschen dienen will, soll wie du, Jesus, offene Augen und ein waches Herz haben. Häufig aber sind wir blind und gleichgültig. Erbarme dich unser, Christus, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich. Wer Gott und dem Menschen dienen will, muss wie du, Jesus, manchmal bereit sein, auf persönliche Wünsche zu verzichten. Dazu sind wir oft nicht bereit. Herr, erbarme dich unser, Christus, erbarme dich unser, Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach, erführe uns zum ewigen Leben. So wollen wir frohen Herzens Gott loben und preisen.
Lasset uns beten. Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge, sieh gnädig auf uns. Gib, dass wir dir mit frohem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören in der Lesung von Apostel Paulus an die Römer, dass wir alle geborgen sind in der Liebe unseres Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr, ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal. Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso will mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder vom Herzen vergibt. Das Evangelium, die frohe Botschaft unseres Herrn
Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, in der Einleitung habe ich noch versäumt, zwei Personen zu begrüßen, über die wir uns besonders freuen, dass sie heute auch da sind. Das ist zum einen Josef. Josef, sei willkommen. Gestern haben wir schon eingeübt die Begegnung mit dem Bischof und dein Vorsatz, heute wieder bei uns zu sein, konnte wahr werden. Große Freude. Sonst wird nicht geklatscht in der Kirche, aber es gibt heilige Ausnahmen. Wen wir letzte Woche schon begrüßt haben, ist auch wieder und noch bei uns, lieber Basil aus Tansania. Kinder, wisst ihr, wo Tansania ist? Schon langsam kenne ich mich aus in Afrika, mitten am Äquator. Ein Missionar, ein Freund von Liberatus, der uns die Woche unterstützt hat. Danke dir, Basil. Wo übrigens auch das Gleiche gilt, bis unsere Priester wieder soweit sind, helfen wir, nehmen wir die Hilfe von euch gerne in Anspruch. Und da möchte ich schon noch begrüßen die Eltern der neuen Ministrantinnen, die Familien. Danke, dass ihr da seid und uns bereichert. In kurzen Worten zur heutigen Frohbotschaft, weil wir haben dann die ausgiebige Aufnahme und Verabschiedung unserer Minis. Kinder, das war heute ein Evangelium, das passt auch für Kinder. Letzte Woche hat uns der Jesus schon gesagt, wenn wer sündigt, dann sag's ihm. Große Versäumnis der letzten Jahrzehnte, dass wir uns gegenseitig nicht mehr hilfreich aufmerksam gemacht haben, wenn wer herausfällt aus der Ordnung Gottes, aus der Ordnung der Liebe Gottes und damit das Leben schwer macht. Das ist die eine Seite, aber sag es ihm so, dass es ihm nicht beschämt vor den anderen. Sag es ihm unter vier Augen, dann sag es ihm mit zwei Freunden. Der Papst hat das herrlich gepredigt letzte Woche. Er hat gesagt, wenn die Liebe von einem nicht reicht, dann geh zu dritt. Der braucht mehr Liebe, dass er wieder in die Liebe findet. Und wenn das auch nicht reicht, dann komm mit der ganzen Kirche, mit allem, was wir seit 2000 Jahren über Gott und seine guten Gebote schon gelernt haben. Ja, wenn das dann noch nicht reicht, dann muss man ihm sagen, viel Glück, aber christlich ist das nicht, was du lebst. Das war das eine, aufmerksam machen und nicht einfach sagen, gebt mich nichts an, jeder soll tun, wie er will. Das beginnt ja in der Familie, bemüht sich ja da sehr. Aber heute kommt die andere Seite. Jetzt sagt Jesus, wenn aber einer sündigt, also lieblos ist, Gott vergisst und den anderen wehtut, dann verzeihen. Die Kinder haben ja das eine schon gelernt, wenn einer böse ist, Minus, dann tu nicht böse zurück, ja, dann gibt es zweimal Minus und lauter Verlierer, dann denk an Jesus und mach ein Plus draus. Mach aus dem Schlechten von dem einen einen Sieg des Guten. Und heute kommt eben das Zweite noch dazu, verzeih dem anderen auch, was er dir Schlechtes getan hat. Und das Beispiel, glaube ich, da kennt sich jeder aus. Der König ist Gott. Wir sind in seinem Dienst, jeder Mensch, der von ihm das Leben hat. Und es gibt einmal eine Abrechnung, wenn wir sterben. Und dann wird rauskommen, hups, da ist aber ein großer Schuldenberg. Also wo ich dem anderen die Liebe schuldig geblieben bin. Um das geht es da. Wo ich zum anderen nicht so gut war, wie Gott eigentlich immer zu uns allen durch uns auch sein möchte. Das ist wegen dem Egoismus, weil wir immer zuerst auf uns schauen und dann vergisst man, auf den anderen zu schauen und dem anderen zuerst Gutes zu tun. Das ist, was wir lernen müssen. Da werden wir erzogen, Gott sei Dank, im christlichen Geist, das zu lernen und richtig lieben zu werden. Aber in diesem Lernweg, wie gesagt, da gibt es auch viele Patzer. Und das ist der Schuldenberg. Sind übrigens die 10.000 Talente Milliarden Euro. Ja. Und das häuft sich mit den Jahren und Jahrzehnten ganz schön an.
Und wenn man dann stirbt mit 90 oder so, das kann man nicht mehr gut machen die letzten Jahre. Das nimmt man mit. Und da ist die erste frohe Botschaft von heute: Gott hat Mitleid mit unserem Lernprozess und er macht es wie Eltern. Er sagt: Geh, ich mach's gut. Ich gebe denen, denen du wehgetan hast, so viel Glück, dass sie das, was sie Unglück erlebt haben, vergessen können, loslassen können. Also er verzeiht uns. Das ist eine der großen Botschaften des Christentums. Darum sind wir die einzige Religion, die wirklich Vergebung lebt, weil wir diesen Blick von Jesus ja bekommen haben, dass Gott so ist. Er trägt's. Wir feiern es jeden Sonntag und zerreißt den Schuldschein und wir sind frei. Erste gute Botschaft. Aber dann, auf einmal heißt es, jetzt geht der frei hinaus, trifft seinen Mitdiener, der schuldet ihm 100 Denare, wisst ihr, wie viel das ist? Das sind 100 Tageslöhne, 100 waren es, glaube ich, gell? Das ist ein Drittel vom Jahreslohn sozusagen. Wir wissen ja momentan, wo manche auf ein Drittel verzichten müssen von dem, was sie normal im Jahr verdienen. Das kann man noch irgendwie ausgleichen. Das könnte er noch zurückzahlen. Aber der andere ist unbarmherzig und sagt sofort: Ab ins Gefängnis mit dir, mit deiner Schuld. Ja? Und das verstehen wir jetzt alle. So kann es nicht sein. Milliarden werden dir geschenkt und 100 Denare rechnest du dem anderen auf. Und da bekommen wir jetzt erst die Kraft, dass wir dem anderen verzeihen. Denn es ist ja normal, dass man reagiert. Wisst ihr, wie es früher war? Auge um Auge im Alten Testament. Wenn dir einer das Auge kaputt gemacht hat, mach es ihm auch kaputt. Dann ist zumindest gerecht. Aber dann waren zwei kaputte Augen, das war auch nicht gut. Ja? Also, Jesus sagt uns ganz anders: Schau auf Gott und was er für dich tut. Und dann hast du die Kraft, dem anderen auch geduldig zu verzeihen. Und dann kann der andere sich bessern. Das ist die Botschaft von heute, eine schöne Botschaft, eine befreiende Botschaft, eine schwierig umzusetzende Botschaft. Ich gebe euch als Tipp heute mit: Die Woche des großherzig Vergebens. Wir haben jeder in der eigenen Familie wunderbare Gelegenheiten, das zu üben, des großherzigen Vergebens, weil Gott uns großherzig alle schuldig gebliebene Liebe vergibt. Nehmt euch das Bild mit, wie Gott uns den Schuldenberg wegnimmt. Und dann werden wir die kleinen Schuldenberge leichter loslassen können. Amen. Jetzt aber sind wir gespannt, was wir im Ministrantenalltag an Neuem erleben dürfen zum Start dieses Schuljahres. Ja, liebe Minis, ihr erfüllt eine wichtige Aufgabe bei unseren Gottesdiensten. Ihr bringt für uns alle die Gaben zum Altar und ihr unterstützt den Herrn Pfarrer bei der Heiligen Messe. Ohne euch würde einfach etwas fehlen. Am Altar sehen wir unsere vertraute Ministrantensonne. Die Sonne da vorne hat bereits eine Menge Strahlen, weil für jeden aktiven Ministranten, für jede aktive Ministrantin bereits ein Sonnenstrahl leuchtet. Danke, dass ihr Gottesdienst für Gottesdienst an den Sonntagen, Feiertagen und auch in den Ferien diese wichtige Aufgabe erfüllt. Ihr seid auch heuer in der für uns allen ungewohnten Corona-Zeit mit Baby-Elefanten-Abstand fleißig zur Verfügung gestanden. Ich möchte nun namentlich nennen, wer uns momentan aktiv unterstützt: Celine Bauernberger, Anna Bindreiter, Fabian Brandstätter, Sarah Erna Brandstätter, Paul Holzer, Sarah Fragner, Max Katzenschläger, Peter Katzenschläger, Livia Griner, Niklas Lumetzberger, Matthias Naderer, Alexandra Schmalzer, Jakob Schmalzer, Magdalena Schmalzer, Viktoria Schmalzer, David Wansch, Carolina Weiß und Agnes Wenigwieser.
Heute bedanken wir uns bei 7 Ministrantinnen und Ministranten, die den Ministrantendienst beenden und natürlich auch bis zuletzt fleißig ihren Dienst rund um den Altar gemacht haben. Sie machen heute noch Dienst. Danke für ein Jahr an Clara Kern. Danke Anna Kern für 2 Jahre. Für 3 Jahre bedanken wir uns bei Nico Reichert. Und für 4 Jahre beim Felix Schinnerl. Besonders bedanken wir uns bei Leonie Holzer, Anna-Maria Lehner und Marie Griner für 7 sehr wertvolle Ministrantenjahre. Die sind leider zu alt geworden, unsere ganz Treuen. Wir bitten für alle, die mitgemacht haben, dass sie ein Leben lang etwas von der Strahlkraft Christi behalten. Heuer konnte die Vorbereitungszeit auf dem Ministrantendienst leider nur sehr eingeschränkt stattfinden. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass wir 8 neue Minis in unserer Runde begrüßen dürfen. Wir dürfen euch heute offiziell in unsere Ministrantengruppe aufnehmen. Ihr fügt nun euren Strahl der Sonne hinzu, damit sie noch heller leuchtet. Isabella Buchas. Jonas Naderer. Da habe ich erst übersehen, ein Viertklässler hat gesagt, ich fange jetzt wieder an mit dem Buben. Da ist er, der Jonas. Luise Naderer. Marissa Naderer. Vanessa Kiesenhofer. Leonie Grichbaumer. Nadine Braha. Und Pia Wiesinger. Schaut mal, jetzt leuchtet die Sonne wieder ganz besonders hell und auf den Strahlen stehen eure Namen. Ihr versucht mit eurer Strahlkraft das Schöne, Gute und Nötige zu tun. Für euren Einsatz möchten wir uns ganz herzlich bedanken und euch bitten, diesen Dienst, diesen wichtigen Dienst ernst zu nehmen und so gut ihr könnt zu erfüllen. Wir werden noch fleißig üben. Ich hoffe, wir dürfen in Zukunft auch wieder üben. Ich darf noch dazu sagen, die Mädchen sind ja alle in der Erstkommunionklasse des letzten Jahres gewesen und wir sind guter Dinge, dass wir in 2 Wochen auch ein schönes Erstkommunionfest hier feiern dürfen in der Kirche. Dank euch, dass ihr jetzt schon bereit seid. Wir haben 2 Ministrantinnen, die Anna und die Viktoria, die haben sich bereit erklärt, dass sie uns bei den Ministrantenstunden unterstützen. Dafür danken wir natürlich sehr herzlich. Mit den beiden haben wir 2 sehr erfahrene Ministrantinnen, die uns eine große Hilfe sein werden. Ein großer Dank gebührt unserem Mesner,
Herrn Riegler, der stets hilfsbereit zur Seite steht und oft auch den Ministrantendienst übernehmen muss, wenn niemand eingeteilt ist oder wenn Not an Mann ist oder Hilfe, wenn sie sich nicht auskennen. Danke auch an unsere Pfarrsekretärin Lisi Griner, die immer ein offenes Ohr für uns hat und uns ganz, ganz fleißig unterstützt. Wir dürfen nicht vergessen, dass das alles nur funktioniert mit der Unterstützung der Eltern und der Großeltern der Minis. Danke für eure Bereitschaft, die Kinder dabei zu unterstützen und sie auf den Taxidienst zu machen. Danke. Ein großes Danke von meiner Seite unserem Ministranten, Ministrantinnen-Team, ihr lieben Mütter, die ihr mit vollem Engagement euch hier ehrenamtlich zur Verfügung stellt. Wir haben ja diese Woche auch schon unseren Mini-Ausflug auf die Storninger Alm gemacht und da Gemeinschaft miteinander gepflegt mit eurer Vorbereitung. Überhaupt sieht man, der Kern unserer Pfarrgemeinde an den Ministranten entdeckt man es, die Familien, die dahinter stehen, die unseren Glauben wertschätzend begleiten. Großes Danke. Und ein Danke an alle, ich sage es jetzt gleich vorweg, 1.474 Euro an Raja-Geld habt ihr uns letzten Sonntag an den Kirchentüren gegeben. Wer noch nicht Gelegenheit hatte, einfach heute große Scheine einwerfen, wir tun es dann bei den Ministranten noch dazu und können es an alle eben verteilen. So, bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Weil Gott ein Gott der Kleinen und der Großen, der Alten und der Jungen ist, wollen wir jetzt unsere Bitten vor ihn bringen durch den Mund der Kinder, der Erwachsenen. Wir bitten für unsere Ministrantengruppe, hilf uns zu. Wir bitten für unsere Ministrantengruppe, hilf uns zu einem Gemeinschaft zu werden, die so lebt, wie du es möchtest. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für unsere Eltern, Geschwister und Begleiter. Schenke ihnen Geduld und das Vertrauen auf Gott, um uns gut beistehen zu können. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für uns, hilf uns, auf unsere Mitmenschen zuzugehen, wenn uns das Vergeben wieder einmal schwerfällt. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für uns, hilf, dass wir uns alle an deiner Sonne ausrichten, damit unsere Schatten hinter uns fallen. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten, hilf uns allen, die Ministranten in ihrer Aufgabe ernst zu nehmen, sie zu motivieren und zu unterstützen. Gib den Ministranten die Kraft, gut dienen zu können und dass sie sich des Wertes ihrer Aufgabe stets bewusst sind. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für unsere Verstorbenen, besonders für Aumeier Benjamin, der in dieser Woche Sterbetag hat. Schenke ihnen bei dir Frieden und Geborgenheit. Guter Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du bist die Sonne, die uns erleuchtet. In dir kommt Gottes Liebe unserem Handeln zuvor. Lass uns aus dieser Liebe leben, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Lasst uns beten. Gott, nimm die Gebete und Gaben deiner Gläubigen an. Was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ihr Ministranten habt die Hostien gebracht, das sind wir selbst. Und wir lassen uns jetzt erfüllen von dieser unendlichen Liebe Gottes. Trösten, verzeihen und sein Dasein erleben. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Knechtschaft der Sünde befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir dein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Musik.
Du bist heilig, ja heilig, Herr, du bist alle Zeit heilig, der Himmel und die Erde bezeugen deine Macht. Hosanna in der Höhe, Hosanna in der Höhe, gelobt sei der Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du in deine Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist über diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Jesus, wir danken dir. Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Jesus, Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in deine Herrlichkeit. Wir beten an, unendliche göttliche Liebe strömt uns vom Altar her zu. Darum, göttlicher Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch jener, die in der Taufe zum neuen Leben geboren, von dir in der heiligen Firmung mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden.
bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Hat erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, dem Nährvater Christi, mit deinen Aposteln, mit allen Heiligen unserer Diözese, mit den Heiligen des heutigen Tages und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu echten Kindern Gottes macht. So lasst uns miteinander das Gebet beten und singen, das Jesus uns gelehrt hat, damit sein Reich in und um uns beginnt, damit seine Vergebung durch uns weitergeht. Verstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger mit geheilten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unserem Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt,
Der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Eine kleine Neuerung haben wir durch die Umstände, die uns jetzt begegnen. Wir dürfen uns beim Friedensgruß noch bewusster in die Augen schauen, als Zeichen der Verbundenheit und der Versöhnungsbereitschaft. Gebt euch dieses Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht, wie Christus sich für unsere Schuld gibt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Herr Jesus, der Empfang deines Leibes und Blutes, bringe uns Segen und Heil. Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Hättest nicht auch du Erbarmen haben sollen, da ich Erbarmen mit dir habe? Verbinden wir uns mit der unendlichen Liebe Gottes, damit wir ihm gleich werden. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns jetzt Anteil am Leib und Blut Jesu Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses heiligen Sakramentes unser Leben bestimme. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Verlautbarungen. Heute 11.30 Uhr Taufe David Scheuchenpflug. Montag Kreuzerhöhung, 8 Uhr Heilige Messe zum Schulbeginn. Dienstag 8 Uhr Heilige Messe, Gedächtnis des Schmerzens Mariens. Mittwoch Heiliger Cornelius und Heiliger Cyprian. 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung, 19 Uhr Heilige Messe. Donnerstag und Freitag 7.15 Uhr Heilige Messe. Samstag 8 Uhr Heilige Messe. Um 14 Uhr die Trauung Karin Schmalzer und Daniel Kohlroß und um 19 Uhr Vorabendmesse. Sonntag 7.30 Uhr Frühmesse und um 9.15 Uhr findet die Feier der Jubelhochzeiten statt. Da gibt es dann noch einen Hinweis. Die Sammlung für die Ministranten ergab 1.474 Euro. Vergelt's Gott im Namen der Minis. Sie bedanken sich natürlich sehr herzlich, dass sie auch heuer nicht ohne Lohn ins nächste Jahr geschickt werden. Danke vielmals und liebe Minis, vergesst nicht, dass ihr euch nach der Messe euren Lohn mitnehmt. Heute findet ab 18.30 Uhr die Fatima-Wallfahrt nach Kaltenberg mit Gastprediger Pfarrer Basil aus Tansania statt. 19.30 Uhr Fatima-Messe mit Lichtfeier. Am Montag findet der Gottesdienst zum Schulbeginn mit den Volksschülern statt. Im hinteren Teil der Kirche, also die alte Kirche, sind die Plätze für die Angehörigen und Mitfeiernden vorgesehen. Der Mittagstisch in Oberndorf entfällt diese Woche. Am Samstag, den 19.09. um 19 Uhr findet diesmal die Dekanatsjugendmesse in der Pfarrkirche Unterweißenbach statt. Bitte beachten: Nächstes Wochenende gibt es nur zwei Pfarrgottesdienste. Aufgrund der Feier der Jubelhochzeiten mit 19 angemeldeten Paaren ersuchen wir im Hinblick auf die derzeitigen Platzbeschränkungen die Pfarrbevölkerung ausnahmsweise auf die Frühmesse bzw. Samstagvorabendmesse auszuweichen. Die Sitzplätze in der Kirche werden um 9.15 Uhr für die Jubelpaare und ihre Familien namentlich reserviert. Danke für das Verständnis. Danke für diese Informationen, Ministranten. Das ist die gute Abrechnung, wenn man einen Lohn bekommt für sein gutes Getanenes. Bitte, wie gesagt, nächste Woche, das betrifft uns jetzt hauptsächlich, die Amtgeher-Mitfeiernden, dass ihr ausnahmsweise ausprobiert, wie es in der Vorabendmesse ist. Da gibt es ja nächstes Wochenende auch die Alternative mit der Jugendmesse in Unterweißenbach, kann ich auch sehr empfehlen. Oder mal in der Früh gehen, wie das ist, wenn der Sonntag so lang wird. Und im Amt, wie gesagt, brauchen wir den Platz für die Jubelpaare und ihre Familien. Freuen wir uns, dass sie auch dieses Zeichen setzen und sich von Gott neuen Segen schenken lassen in dieser Feier. Wir nehmen uns mit nach Hause, Kinder, dass wir großherzig mit unseren Geschwistern umgehen, denn wir alle sind Brüder und Schwestern in der Familie Gottes, und den Blick auf Jesus, der uns vorlebt, dass er alles Falsche von uns nimmt. Übrigens, wer den Schuldenberg nicht bis zum Schluss, bis zum Sterben mit sich schleppen möchte, gibt es in der Kirche extra ein Sakrament dafür. Altbischof Ludwig hat es gestern in Firmlingen nochmal in Erinnerung gerufen. Unsere Erstkommunionkinder sind bestens vorbereitet, werden auch vor der Erstkommunion noch einmal dieses Sakrament empfangen. In der Beichte wird schon vorweggenommen, diese Entschuldung, und man lebt sich viel freier
auf das ewige Glück zu. Erbitten wir den Segen Gottes und dann werden wir noch einen Special Song unserer Minis erleben dürfen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der heiligen Familie segne euch und eure Familien, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, der uns so sehr liebende dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche einen frohen Sonntag, vergelt's Gott allen Familien der Ministrantinnen und Ministranten. Wir stellen uns jetzt auf, die Großen beginnen und wir haben noch unser Freundschaftslied für euch vorbereitet. Unser Babyelefant ist ein bisschen kleiner wie normal, aber wir achten. Die erste Reihe, einen Schritt nach vorne bitte und einen Schritt auseinander. Nützt den Platz, den wir haben. La 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 la. Freunde zu haben, es ist schön, nicht allein zu sein. Es ist schön, solche Freunde zu haben. Ich bin nie mehr allein. La 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 la. Ihr Minister, eine lustige Schar. Und helfen gerne am Altar. Ob mit leuchtendem Buch und dem Wein und fast beim Ministrieren, da haben wir Spaß. Gemeinsam fröhlich sein Lachen und so verstehen, mit Jesus können auch Wunder geschehen. Und alle, es ist schön, solche Freunde zu haben. Es ist schön, nicht allein zu sein. Es ist schön, solche Freunde zu haben. Ich bin nie mehr allein. La 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 la. Die Ministranten schließen sich der Ausnahmeregelung vom Pfarrer Josef an. Seid beklatscht und bedankt. Die Großen gehen jetzt in der Mitte nach vorne. Wir ziehen wieder durch den Mittelgang aus. Und kommt bald wieder. Geht hin in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.